muss vor allen Dingen darauf geachtet werden, dass die Patienten weiterhin stabil bleiben. Das ist für die Patienten ein zusätzlicher Stress, transportiert zu werden durch ein Flugzeug. Das heißt, man muss alles dafür tun, dass die während des Fluges auch weiterhin gesundheitlich dadurch keine Beeinträchtigung erfahren. Alle haben gut mitgespielt, es hat die übliche Zeit gedauert und dann sind wir schnell wieder raus. Und da hat man auch die Dankbarkeit der Italiener deutlich gespürt. Haben sich auch am Funk nochmal alle bedankt für unseren Flug.